Ohrenschmaus mit der Kirchenmaus. Der Podcast der Propsteipfarrei St. Peter Recklinghausen in Kooperation mit K wie Kirche. Ohrenschmaus mit der Kirchenmaus. Der Podcast. Türchen Nummer 18. Als Bär erzählen wollte. Eine Geschichte von Philipp und Erin Stead. Es war schon fast Winter und Bär wurde müde. Aber vorher wollte Bär unbedingt noch eine Geschichte erzählen. »Maus, willst du eine Geschichte hören?« fragte Bär gähnend. »Tut mir leid, Bär«, antwortete Maus. »Aber es ist fast Winter und ich muss noch viele Körner sammeln.« Bär half Maus, auf dem Waldboden Körner zu finden. Als sie fertig waren, sagte Maus, »Bis bald« und verschwand unter der Erde, um auf den Frühling zu warten. Bär stapfte mit schweren, müden Schritten durch den Wald. Die herabgefallenen Blätter raschelten unter seinen Pfoten. »Hallo, Ente«, sagte Bär und setzte sich, um seine Beine ein wenig auszuruhen. »Willst du eine Geschichte hören?« »Tut mir leid, Bär«, antwortete Ente, »aber es ist fast Winter und ich mache mich gerade bereit, nach Süden zu fliegen.« »Ich werde dich vermissen, Ente«, sagte Bär und hob eine Pfote, um die Windrichtung zu prüfen. »Ich werde dich auch vermissen«, antwortete Ente und flog fort. Die Sonne hing tief und schwer am Himmel. Bär wurden die Augen schwer. Er zählte Farben, um wach zu bleiben. 3 rosa Wolken, 2 rote Blätter, 1 grüner. »Hallo, Frosch«, sagte Bär. »Willst du eine Geschichte hören?« »Tut mir leid, Bär«, antwortete Frosch. »Aber es ist fast Winter und ich muss mir einen warmen Schlafplatz suchen.« Bär grub ein froschgroßes Loch zwischen 2 Tannen. Dann stopfte er Frosch unter eine Decke aus Blättern und Tannennadeln. »Danke, Bär«, sagte Frosch. »Wir sehen uns im Frühling wieder.« Bär lehnte sich gegen eine alte Eiche. Er reckte sich, gähnte und kratzte sich den Bauch. »Ob Maulwurf wohl noch wach ist?«, überlegte er. »Maulwurf, wo steckst du? Maulwurf!« Aber Maulwurf schlief schon. »Gute Nacht, Maulwurf«, sagte Bär mit einem Seufzer. Die ersten Schneeflocken fielen vom Himmel. Viele Monate vergingen. Dann kehrte die Sonne zurück. Sie schmolz den Schnee und weckte die Bäume. Bär wälzte sich hinaus auf das grüne Gras. »Es ist Frühling«, sagte er. »Jetzt kann ich meine Geschichte erzählen.« Aber vorher brachte er Maus eine Eichel. »Danke, Bär«, sagte Maus. Nach dem langen Winter war Maus sehr hungrig. »Willkommen zu Hause, Ente«, rief Bär. »Du bist sicher müde von der Reise.« Bär zeigte Ente eine große, schattige Schlammpfütze, die er gefunden hatte. Bär setzte Frosch in die Sonne, damit er wieder warm und wach wurde. Frosch öffnete erst ein Auge, dann das andere. »Guten Morgen«, sagte Bär. Bär, Maus, Ente und Frosch warteten den ganzen Tag darauf, dass auch Maulwurf aufwachte. Endlich streckte er seine Nase ins Mondlicht. »Maulwurf«, fragte Bär, »willst du eine Geschichte hören?« Bär versammelte seine Freunde um sich. Er setzte sich aufrecht hin und räusperte sich. Er atmete tief durch und dann, als alle seine Freunde gespannt lauschten, wusste Bär seine Geschichte nicht mehr. »Sie war so schön«, sagte er und ließ den Kopf hängen. »Aber der Winter ist eine sehr lange Zeit für einen Bären, um sich zu erinnern.« Die Freunde saßen eine Weile schweigend zusammen. Dann sagte Maus,
Vielleicht geht es in deiner Geschichte um einen Bären. Und Ente sagte, vielleicht geht es in deiner Geschichte um die emsige Zeit kurz vor dem Winter. Ich finde, es sollte auch andere Figuren geben, schlug Frosch vor. Zum Beispiel einen Maulwurf, sagte Maulwurf. Und eine Maus, eine Ente und einen Frosch. Bär streckte sich noch einmal. Er räusperte sich, atmete tief durch und dann begann er seine Geschichte so. Es war schon fast Winter und Bär wurde müde. Heiligabend ohne Gottesdienst? Das muss nicht sein. Wir bringen Ihnen den Gottesdienst in Ihr Radio. Am 24. Dezember sendet KW Kirche vom Bürgerfunk Recklinghausen e.V. in Kooperation mit Radio Fest einen besonderen Radiogottesdienst. Impulse, Andachten, Gebete, natürlich die Weihnachtsgeschichte und Musik von Klassik bis hin zu modern. Wir versüßen Ihnen den Heiligen Abend. Der Radiogottesdienst startet um 20 Uhr. Wir freuen uns schon jetzt auf Sie, der KW Kirche Radiogottesdienst. Heiligabend um 20 Uhr.